Aber geben Sie Acht. Was verkaufen Sie hier? Adolf, wo bist du? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Spinnfangzahn. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Ja, jetzt heul mal nicht rum. Ich bin ja dabei. Okay. Wollen wir mal gucken. Er sieht aktuell nicht so schlecht aus, finde ich. Sieht interessant aus. Links, ne? Oh, fuck. Expelliarmus. Au! Okay, verstehe. Aua! So, das muss ich theoretisch. Verstehe. Völlig umsonst, weil ich nicht Schlösser knacken kann. Herrlich. Da werde ich nicht runterspringen. Bin ja gleich im Arsch. Lalalala. Wie komme ich jetzt hier runter? Können Sie dazu hoch? Ich bin runtergefallen. Ja gut, vielleicht will ich ja auch hier runter. Nee, eigentlich nicht. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Beschissen, würde ich sagen. Aber der Questmarker führt mich halt dahin. Warte mal, kann ich speichern? Oder macht das Ding automatisch? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ich weiß. Rebellion. Aber was wollen wir denn machen? Wieder irgendwelche Gegner. Kann ich bestimmt hoch und runter? Zweifellos schon lange verlassen. Wo, was, wie? Ich bleibe jetzt hier. Ich wohne jetzt hier. Es ist meine Höhle. Das hat legit hier nichts gebracht.
Warum schickt mich das Ding erst nach oben? Und jetzt wieder nach unten. Muss mir mal einer erklären. Eigentlich Hühnerfleisch sammeln. Hier gibt es sonst nichts. Weiter Schal mit Umbra. Bin ich überhaupt schon so weit? Ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht schneller voranschreite, als ich will. Weil ich aus meiner Ausrüstung gefühlt noch nichts rausholen kann. Hallo Eichhörnchen. Macht dir nichts. Was ist denn ein Kiltgewand? Protego. Also nur nix Gescheites. Will doch nichts sagen, aber... Oh, du bist aber eine hässliche Kröte. Hat er dem jetzt die Zunge rausgerobbt? Du bist widerlich. Bin ich überhaupt schon bereit fürs Kämpfen? Ich meine, auf der anderen Seite, es bringt ja nichts. Ich habe ja keine anderen Aufträge, ne? Gefangener der Liebe. Och. Ich will nichts sagen, aber nein. Stufe 17. Ich meine, das würde mich jetzt interessieren, aber... Dumm ins Verderben laufen bringt halt auch keinem was. Bitte was? Warum hat das Spiel abgestürzt? What the fuck? Na gut, gehen wir mal kurz pullern. Stuhl und Mikrofon. Ständer sich nicht einig sind.
So. Finde nicht entdeckte Flohfleisch. Ja, das ist mir schon klar. Ich werde mit der normalen Story weitermachen und mir gucken, ob ich noch andere Aufträge an Land ziehen kann. Mein Level 17er Auftrag ist dann doch schon ein bisschen übertrieben. Finde ich. Aha. Eine Karte. Upper Hawksfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam Ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. Mhm. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Stehe. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein. Wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Nach immer. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. So, hat die mir jetzt einen neuen Auftrag gegeben? Nein, nicht Herausforderung, Aufträge. So. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte. Warte mal, vielleicht kann ich ja... Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Okay, die Schatzkarte ist mir eigentlich relativ wumpe. Ah, dann mach ich die Lümmel mal fertig. Ich meine, komm schon. Level 2. Ist ja kein Thema. Unverschämt. Habe ich ihn nicht schon mal platt gemacht? Hab so das Gefühl. Incendio! Idiot!
Hat er gerade mit einem Dolch nach mir geschmissen? Du Haufen Scheiße! Dann ist allein Ranrock schuld. Ein Lager erledigt, eins übrig. Wo ist das nächste? Diese Lümmel! Immer. Diese Lümmel. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Kann ich noch hier irgendwie... Boah, so ein Schinken. Boah, ich hab so Hunger. Ich hätte jetzt Hunger, aber ich würde gerne gucken, was hier drin ist. Incentive. Na gut, dann halt nicht. Kehre zu Claire Baudot zurück. Ich meine, komm schon. Kann ja nicht viel sein. Da sind dicke Kürbisse. Blutegelsaft. Protego. Schon wieder. Ich habe so das Gefühl, mit der Ausrüstung da ist... Also Ausrüstung, ne, da hätten sie mehr machen können. So, wunderbar. Gut, ich sehe jetzt nicht unbedingt hübsch, aber wie gesagt, ich bin eigentlich... wegen der Statuswerte am... laufen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Das stimmt. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Ranrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Ranrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Hat sie nicht bei... Danke vielmals. Protego! So, Aufträge. Was haben wir denn sonst noch? Wald sowie Brücke. Wald eine Brücke. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt.
Ein Hauch von Liebe. Warum konnte ich jetzt? Über die Brücke in den... Was? Über eine Brücke, den Kerzen? Die Frage ist... Brücke und Kerzen. Welche Brücke? Hier vielleicht? Vorne ist eine Brücke. Hier ist zumindest eine Brücke. Über die Brücke zu Kerzen, aber hier gibt es keine Kerzen. Brücke, Kerze und Wald. Warte mal, in der Nähe vom Wald. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Aber hier war ich doch schon. Aber hier sind keine Kerzen, theoretisch. Hier sind nur Warnungen. Hier sind Kerzen. Das bedeutet, das habe ich schon mal gefunden. Über die Brücke an den von den Kerzen zu Warnungen in den Wald. Bedeutet doch eigentlich, hier irgendwo im Wald gibt es eine Warnung, da müssen wir vorbei. Hier sozusagen, und dann müsste da irgendwo ein Schatz sein. Finde den Schatz aneinander mit fliegenden Kerzen. Mit fliegenden Kerzen. Wenn ich Pläne ausarbeite, erwarte ich von meinen eigenen Verbündeten, sie nicht zu bekreuzen. Ich erwarte nicht, dass die Leute an meiner Seite sich zunichte machen. Gut, Level 20. Das andere hat kein Level. Dementsprechend weiß ich nicht. Brücke, fliegende Kerzen. Fliegende Kerzen. Verstehe ich nicht. Ist mir auch egal. Vielleicht soll ich das noch nicht machen. Vielleicht kommt das noch. Keine Ahnung. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, das musst du nicht jedes Mal kommentieren. Helen, oh Helen. Jetzt müsst mir eine schellen. Da sind sie ja. Schön, dass sie meinem Rat gefolgt sind.
Die Distel des die Distel der Zauberwelt. Helen Tiste wurde Erinnerung eine Aurorin. Der Ruhezustand ist nicht mit. Der Ruhestand ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich genieße ich die freie Zeit, aber der Nervenkitzel einer Jagd auf magische Wesen und Zaubereiverbrecher fehlt mir doch. Ich weiß, wir sollen nicht offen sagen, dass wir das Chaos bei unserer Arbeit zu schätzen wissen. Aber nichts kommt an die Aufregung heran, wie die man bei der Verfolgung eines ukrainischen Eisenbauchs durch die Muggelstadt empfindet. Vor allem, wenn im Anschluss alle Muggel, die dich gesehen haben, mit Obliviate belegt werden müssen. Nur geringfügig weniger spannend war es, mit nicht mehr als einem einzigen Korb springender Knollen den Plan eines schwarzen Magiers zu vereiteln. Das Ministerium mit einer Armee chinesischer Kaukühle zu übernehmen. Bin ich der Einzige, der das nicht versteht? Wenn das Ministerium endlich all meine Fälle veröffentlicht, werden meine Nachbarn mich in einem völlig neuen Licht sehen. Die alte Madame Tistlewood am Ende der Straße ist diejenige, die diesen und jenen üblen Burschen nach Azkaban gebracht hat. Im Moment kann ich vieles nur andeuten, da ich sonst Dinge verbreiten würde mit strengster Geheimhaltung, die strengster Geheimhaltung unterliegen. Ich würde nur ungern meine ehemaligen Kollegen zwingen, mich selbst in Azkaban einzusperren. Wahrhaftig kein behaglicher Gedanke. Nun, ich sollte wohl meinen Garten nach dem Rechten sehen. Die Hasenglöckchen haben es zu dieser Jahreszeit sehr schwer. Okay. Madame Thistlewood, ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Okay. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste, wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Ja, wäre ja langweilig, wenn nicht. Ihre Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Na schön. Dann los. Let's go. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, hier ist noch niemand zersplintert. Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Immer. Es dauert nur einen Moment. Okay.
Das sind doch die Dementoren. Da haben wir ihn. Den kenne ich noch aus dem Film. Das sollte sie erstmal fernhalten.